Time. Please prepare to play, ladies. Und sicherlich werden wir auch gleich noch einmal Kathy Horvath, die sich für den Rückschlag entschieden hat, sehen. Da ist sie. Ein unglaubliches Energiebündel. Ich hoffe, dass wir einiges davon noch heute zu sehen bekommen. Fünfzehn, long, fifteen. Fifteen, thirty. Und dieser Vorhandstopp, der hat auch die anderen Kontrahenten von Chris Evert im Verlauf des Turniers beunruhigt. Erstes Spiel, 1:0 Führung also für Kathy Horvath. Beide Spielerinnen haben sicherlich noch nicht die richtige Länge in den Grundschlägen, die richtige Sicherheit. Kathy Horvath etwa 1,65 Meter groß, nach eigenen Angaben 55 Kilogramm schwer, was man ihr überhaupt nicht abnehmen will.
ein Energiebündel par excellence. Und wir werden in einer Studie aus diesem ersten Spiel das vielleicht noch gar nicht einmal so sehen, weil sie eben noch nicht die richtige Länge hat. Aber hier kommt die weithändige Rückhand. Wie gesagt, Chris Lloyd-Evert, 11 Jahre älter, hat sie kreiert. Und Casey Horvath spielt sie als stärkste Waffe mit einer unglaublichen Beschleunigung vor allem. Das hat gestern vor allem Andrea Jäger zu spüren bekommen. Aufschlag von Horvath. Horvath15, 30, 15. Hier hat man gesehen, welche Fahrt der Ball bekommt. Bei diesem Longline-Ball. Ab. 40, 30. 40, 30. Anstand. Thank you.
Ms. Horvath. Fräulein Horvath führt 2:0, erster Satz. Game to Ms. Horvath. Ms. Horvath leads by 2 games to love, first set. Und es sieht nicht so aus, als ob Chris Evert hier mühelos zum Erfolg kommen würde. Im Gegenteil, 2:0 Führung für Horvath. Long. Long. Fräulein Horvath führt 2:1, erster Satz. Hier Chris Evert beim Spielball. Da kommt noch einmal die beidhändige Rückhand. Was mir schon im vorangegangenen Spiel auffiel, hat sie auch hier gezeigt, wobei sie dieses Spiel ja hier relativ leicht gewann, dass sie jetzt auch in den Grundschlägen die Länge variiert. Nach Möglichkeit Casey Horvath nach hinten drückt, aber dann auch wiederum den Treibschlag mehr zur Platzmitte hinbringt. Vielleicht auch, um Casey Horvath dabei aus dem Rhythmus zu bringen. Aber sie wird selbst wissen, dass sie da aufpassen muss, weil Casey Horvath, das hatte sie auch gestern nach dem Spiel gegen Jäger gesagt, jede Möglichkeit nutzen wird, ihrerseits das Spiel zu beschleunigen, gerade mit der Rückhand, und dann alles zu riskieren und mit einem Volley oder mit einem Smash zum Erfolg zu kommen. Chris Evert im Auftreten und im Erfolg wohl trotz der immer übermächtiger werdenden Martina Navratilova wohl immer noch die Persönlichkeit im Damentennis. 3 Turniersiege in diesem Jahr, dazu ein erster Platz beim Exhibition-Turnier in Johannesburg, 2-mal aber Navratilova unterlegen. Love 15.
15 beide. 15 auf. Das Rückhandduell im Augenblick mit leichten Vorteilen für Horvath. Fräulein Horvath führt 3:1, erster Satz. Game mit Horvath. Miss Horvath leads by 3 games to 1. Da fehlten ein paar Zentimeter Körpergröße. Die Löffelei gab es natürlich gestern in der Partie Jäger-Horvath, aber eben nur gut 1,5 Sätze lang. Stopp und Gegenstopp. Ich muss noch mal auf das gestrige Match von Cathy Horvath zurückkommen. Sie nahm dann wirklich ab Mitte des zweiten Satzes gegen Andrea Jäger ihr Herz in beide Hände und versuchte jede sich nur bietende Möglichkeit zum Angriff zu nutzen. Und sie kam eben dann zum Erfolg. Und als diese Spielerin, die übrigens als eine der wenigen hier meist einen dunklen Dress bevorzugt, einen dunkelblauen, als sie dann gewann, da gab es hier nach einem 3-stündigen Match eine Standing Ovation für sie und auch für ihre unterlegene Gegnerin Andrea Jäger, aber vor allem eben für diese
so zierliche Kathy Horvath, die eben mehr Mut hatte, mehr riskierte, als Andrea Jäger, die doch dann an der Grundlinie blieb. Aber heute, da spielt sie gegen eine kühle und beherrschte Chris.